Ah. Ah. Marlen. Magst du nicht, wenn ich zu dir bin? Nee, ist schön. Ist schön? Ist super. Wir müssen erstmal einen Start finden. Für's. So, 3, 2, 1. Action. Hallo, guten Tag, einen schönen guten Tag. Peinlich. Ich muss lachen gegen den roten Kopf. Einen wunderschönen guten Tag zur nächsten Folge Mal mit den Knabes. Heute mit uns. Hallo. Ja, hallo. Guten Tag. Was wollen wir denn heute machen, liebe Frau? Eigentlich wollten wir ja, ich zeige das mal hier hin, so eine Waldlichtung machen. Das war mein Wunsch. Oder, jetzt habe ich schon gezeigt, ne? Das, so, ja, das habe ich mir gewünscht. Nee, du hast gesagt, du möchtest lieber ein bisschen was Sommerliches, Romantisches. Ja, aber ich hatte mir das auch mal gewünscht. Und dann haben wir uns dafür entschieden. Oh, toll. Ein Sunset-Bild. Ein schöner Sonnenuntergang. Mit Kranichen, mit ein bisschen Baum und Feld. Wunderschön. Ja, richtig schön. Da bekommt man Sommergefühle, nicht wahr? Und ich habe ja jetzt ganz neu, und ich zeige es auch nur, weil ich selbst davon überzeugt bin, das Vinylpapier von Hahnemühle. Aha. Und dieses Papier hat die Größe. Aha. Und Vorteil bei diesem Papier ist, dass dieses Papier zwei Oberflächen hat. Ja? Wie bitte? Sie hat eine matte, cold pressed Oberfläche und eine raue. Was? Nein, zwei Bilder in einem? Nein, das habe ich jetzt. Ich habe beide Seiten ausprobiert für euch. Und hier ist die Oberfläche ein Raw und hier ein Cold Pressed. Ach, das heißt, ich habe... Du hast einen Block und kannst dir aussuchen, spontan, ob du jetzt auf einem matten Papier arbeiten möchtest oder auf einem rauen Papier arbeiten möchtest. Und dieses Papier, kann man das irgendwo kaufen? Das haben wir aktuell auch in unserem Shop. Auch bei uns im Shop. Also schnell reinluschern, ne? Und auf Kaufen klicken. Weil zwei in einem, ne? Ja, ich nehme das. Blütenpapier. Weil es ist auch Blütenpapier. Darauf könnt ihr wunderschöne Blumen malen. Mach das mal. Anolie oder Löwenzahn. Der Block ist an vier Seiten verleimt, ne? Also, ich habe da jetzt nicht. So, jetzt kriege ich mir das erstmal fest, ne? Ja. Ja, okay. Lecker. Und was haben wir noch für Materialien heute? Ich habe hier wirklich ganz, ganz viele Pinsel mal hingeworfen, weil ich einfach auch zeigen möchte, du kannst diese Illustration, auch wie alle anderen, wirklich mit ganz normalen Standardpinseln auch malen. Es muss jetzt nicht, wie wir heute benutzen werden, ein Schlepperpinsel sein, dieser extrem langen Spitze. Schlepperpinsel, ne? Oder der Schwertpinsel sein, mein absoluter Liebling, sondern ich habe jetzt mal ein Set rausgesucht, was, glaube ich, ganz viele von euch besitzen und damit würdet ihr super klarkommen, ja? Und das ist das Set von der Frau Hölle. Diese Werbung ist unbeauftragt, unbezahlt. Was? Und freiwillig. Unbezahlt? Hier habt ihr einen kleinen Feinpinsel der Größe 2. Damit könnt ihr diese ganzen feinen Sachen, die im Vordergrund und dunkel sind, stehen, malen. Damit könnt ihr den Hintergrund bearbeiten oder hiermit, ja, das steht, stände das, euch. Das war meiner, ne? Den hast du mir weggenommen, ja? Du genau, den Einser mit der französischen Bindung. Verraschpinsel. Den benutze ich sehr gern. Haben wir es gleich groß? Du hast Panorama, ja? Ich habe Panorama, ja, so schief. Das ist aber schief da. Gar nicht. Doch, ist wohl schief. Ja, also du kannst dich jetzt entscheiden, wie du das machen möchtest. Wie denn? Im ersten Schritt. Du musst mir das sagen, ich vertraue dir jetzt. Ich brauche eine Anleitung für sowas. Im ersten Schritt müssen wir die Oberfläche einmal mit Wasser bestreichen. Aber bevor wir das machen, haben wir uns unsere Farbe noch gar nicht vorbereitet. Oh, unsere Farbe. Und gerade, wir wissen ja aus dem letzten Video, wie hingebungsvoll du dich diesen Farben gewidmet hast. Also würde ich sagen, nimm dir erstmal Farbe auf. Und wir brauchen für dieses Gelb, Rot. Und ein Indigo, das findest du hier. Indigo. Ja, das ist leider in diesem kleinen Kasten nicht drin. Du könntest dann aber theoretisch... Blau und Schwarz ein bisschen mischen. Genau, dann hättest du genau, das genau, ein bisschen Blau-Schwarz mischen, dann könnt ihr da auch so eine Art Indigo her. Ne? So, nass machen, anlegen und dann rinnen hier. Ah, wunderschönes Indigo. Ich muss erstmal den Pinsel richtig auswaschen. Also für euch zur Information, während mein Haspel die Farben sich aufnimmt,
Ich habe gewählt, hier für 4 Farbtöne brauchst du Gelb, Rot, Indigo und ein Schwarz- oder Neutralgrau. Weiter geht's. Also fangen wir mit dem Hintergrund an. Oh ja. Und den Hintergrund schaffen wir uns, indem wir erstmal die Fläche mit klarem Wasser befeuchten. Wir beginnen mit Gelb, fügen dann das Rot hinzu und machen dann die blaue Umrandung. Diesmal wird nicht wie bei dem Strand alles miteinander vermischt und wir gehen nicht von oben bis unten runter, sondern wir lassen, weil ein Sonnenuntergang ist ja immer sehr farbkräftig, hier in der Mitte wirklich nur Raum und Platz für Gelb und Rot. Spitzen dürfen nicht entstehen. Okay, ja, dann nehme ich mal. Guck mal, wie du schon sagst, guck mal, ich habe den nicht richtig irgendwann mal ausgewaschen. Ja, gut, das gibt ein bisschen Individualität. Ja, das sieht gut aus. Also, wir beginnen mit dem Gelb. So, zieh mal hier einmal so rüber. Jeder Sonnenuntergang wird auch anders. Guck mal, ist das... Mit Ö? Was? Was Ö? Ist gut so? Ja, ist gut so. Alles gut, mein Schatz. So, guck mal. Ich bin schon fertig mit der ersten Schicht und hol mir das Rot. Und will es aber auch nicht so doll vermengen. Nehmt ruhig viel Farbe, weil Aquarellfarbe wird ja nach dem Trocknen heller. Und das sieht man hier. Hier habe ich extrem viel Farbe genommen, nicht stark verdünnt. Und hier halt weniger. Also hat die Seite weniger Dampf. Guck mal, ob ich das richtig mache. Du machst das sehr gut. So aussehen. Ach, oben auch ein bisschen? Ein bisschen. Jo. Wie du möchtest. Dann kannst du dir nochmal dein Geld nehmen. Jetzt geht's los, Indigo. Streichst du runter. Indigo, von oben nach unten. Wie du möchtest, kannst du von unten nach oben aufarbeiten. Oh, hier wird schon wieder trocken. Leicht hinein. Und jetzt wirklich nochmal Schmackes. Nochmal richtig kräftig direkt aus dem Kasten. Oben und auch unten. Nochmal mit rein. Aufpassen, dass ihr nicht übers Klebeband kommt, so wie ich bin jetzt hier schon im kritischen Bereich. Also damit bin ich jetzt ganz schön. Sieht gut aus. Kann noch ein bisschen hier runter den ins Gelbe hinein. Unten auch noch ein bisschen mehr, ne? Ja. Ja, warte, ist das jetzt gut oder nicht? Das sieht super aus. Oh, das sieht gut aus. Guck mal hier. Hier geht es nämlich, dadurch, dass die Farbe nach oben kriecht, sieht es bei dir schon so aus, als wenn sich das Feld emporhebt. Muss ich jetzt schon machen, ne? So, ja, genau. Pinsel auswaschen, auswischen und hochziehen. Hochziehen. Das Indigo, ein bisschen hochziehen. Hochziehen. Das Rot kann mit runtergehen. Wir wollen ja einfach schon den Hintergrund des Feldes so ein bisschen erzeugen. Während wir hier so das Feld nach oben ziehen, freuen wir uns natürlich, wenn ihr alle fleißig mitmacht und mit uns das alles teilt. Ja, genau, teilt das mal. Mit Hashtag mal mit den Knabes. Überall mal teilen, dann freuen wir uns. So, sind wir langsam mal so weiter, noch weiter. Und ihr könnt die Anleitung auch benutzen. Dafür stellen wir sie euch frei zur Verfügung. Also, bitte. Ja, das ist kein bezahlter Workshop, sondern wir entscheiden uns, das for free euch zur Verfügung zu stellen. Dadurch, dass ihr das nach oben zieht und von oben wieder runter geht, habt ihr hier auch ein bisschen Farbspiel. Weil hier ist zum Beispiel Gelb und Rot von oben auch mit drin. Siehst du das? So kann man einzelne Gräser oder Grashalme erkennen. Föhn? Ja. Föhn! Einen dünneren Pinsel? Noch nicht ganz. Also wir machen ja jetzt als nächstes diesen Baum. Ja? Ich dachte, hier das Gras. Hier oben ist ein Blatt, nee, wir machen den Baum. Und das Ganze machen wir jetzt in dem Fall mit Neutralgrau. Oder du kannst auch dieses Schwarz benutzen, wie du möchtest. Ich nehme das, was du nimmst. Unten ist ja immer breiter, so ein Baumstamm. Sonst würdest du den Baum ja umknicken. Und dann ziehe ich mir erstmal einmal so hoch. Er ist ja noch nicht fertig. Könnte man auch ein Edding nehmen? Ja klar, kannst du da drauf mit Edding malen. Gute Idee. Mixmedia. Dann mache ich mir hier noch einen kleinen Ast hin. Hier noch einen Ast. Und da seid ihr ganz frei. Geißelt euch da nicht.
in irgendwelche Formen, die ihr irgendwo gesehen habt. Baum ist Baum. Ich lasse hier oben noch mal ein bisschen was runtergucken. Da oben ist auch noch was? Ja, ich möchte das einfach so. Den mache ich auch dann. Ich mal einfach nach. Denk dran, wenn du die Pinsel so hältst, hast du eine dünne Linie. Wenn du ihn so hältst, umso mehr du so in diese Form gehst, hast du breite Linien. Hey, schön. Ihr müsst ein bisschen breiter noch sein, ne? Ich dachte, Baum ist Baum. Ja, der darf aber unten nicht streichholzdick sein und oben wie eine Matrone. Dann machen wir die Krone. Und oben ist die ja dunkel, da scheint auch nichts durch, weil das Blattwerk ist ja ziemlich dick. Wenn du das leicht schräg hältst, ne? Hast du so kleine Blätter gleich so. Süß! So. So. Ja. Blattwerk. Damit bist du jetzt beschäftigt. Beschäftigt. So, das gleiche kannst du natürlich aber auch mit einem kleinen dünnen Pinsel machen. Ja, der eben. Ich nehme jetzt hier den Pinsel von der Frau Hölle, die Größe 2. Und damit kriege ich es auch wunderbar hin. Da male ich die halt drauf. Ne? Also, ihr seht, ihr könnt entweder so einen Pinsel nehmen und ganz normal einen kleinen roten Pinsel. Ihr braucht eigentlich für die Blätter nur eine gute Spitze, ja? Ja, was sagst du? Sehr schön. Ach, super. Sehr gut. So, weiter geht's. Jetzt machen wir unten das Feld, ne? Ja, da musst du mir jetzt einfach mal zeigen. Du bist ja die Expertin für Felder. Für Pflanzen. Ja. Also, ich nehme meinen Schwertpinsel. Ja. Teilweise könnt ihr auch. Ja. Ne? Ach nee, stimmt ja gar nicht. Wir haben uns ja den hier extra hingelegt. Ah, das neue Schätzchen. Hier ist schon wieder Schwarz hier drauf. Ist doch nicht schön, mein Hase. So, ich ziehe jetzt erstmal hier so ein bisschen ein paar Linien hoch, bevor ich dann oben die Spitzen ausarbeite. So. Und der hat eben, der hält ganz viel Farbe. Wenn es hier ein bisschen weniger. Ah, der ist ja ganz fest. Ja, der ist noch neu, der ist nagelneu für dich. Das ist deiner. Weil du dich immer beschwerst. Schenkst du mir den? Ja, den habe ich extra zweimal organisiert. Direkt aus England von Rosemary. Aus England? Ja. Das ist die Serie 771. So, was jetzt? Striche. Und dadurch, dass wir den Hintergrund schon geschafft haben, ganz am Anfang, bleibt uns jetzt erspart, mit einem helleren, blassen Ton einen Hintergrund zu erzeugen. Ja. Siehst du das? Du malst jetzt ganz einfach deinen Vordergrund in richtig tiefen, dunklen, neutral grau oder schwarz halt drauf und bist denn schon so gut wie fertig. Wie gefällt dir der Pinsel? Super. Ich mache jetzt hier einfach noch mal kleine Pinselstrichchen dran und zeuge so eine Art Kornhalme. Heißt das so, ja, ne? Schilf. Einfach ransetzen. Auf einer Seite, so erzeugst du immer so ein bisschen Wind. Ein Sommerwind. Nochmal was? Pass auf. So. Drücken und dabei hochziehen. Und das hat so eine richtig schöne Form. Also benutzt eure Pinsel, die ihr zu Hause habt. Wir brauchen für dieses Bild Breiten. Damit könnt ihr das Wasser auftragen, die Farbe für den Hintergrund sowie den Baum und den so fein braucht ihr halt für vorne für die Gräser. Guckt euch da aus, wie eure Gräser aussehen sollen. Setzt jetzt hier überall noch mal ein paar Blättchen ran, weil ich da einfach mehr. Da muss Leben rein in dieses Bildmotiv. Da muss ein bisschen Leben rein, ein bisschen Wusel. Na, nur Striche. Bisschen hier da. Kinder am Feierabend. Sehr schön. Tausend so Kinder. So, fertig? Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Danach machen wir einen Kranich. Nee, die Leute haben das jetzt schon gesehen. Du kannst schon mal zeigen, wie man einen Kranich malt. Da ist ja nur hier Bauch, Kopf, Schnabel. Was? Bauch. Wir machen nur die Silhouette. Und dann hast du hier den Flügel. Das wäre deine Skizze. Hier. So würde ja das Original aussehen.
Der hat gegessen viel. Nein! Kannst du mitmalen? Das ist nämlich ganz schlimm bei dir, wenn du nichts zu tun hast. So, pass mal auf. Also, Strich, Bauch, Strich. Sieht aus wie ein Werkzeug. So, Strich, Bauch, Strich. Damit fangt ihr an. Ihr seht nicht das Ganze, sondern Stück für Stück. Dann hat er einen kleinen Quippi und einen Schnabel. Fertig. Und jetzt ist es halt so, dass er Flügel hat. Und das geht mit diesem Pinsel super einfach. Ihr zieht es einfach so rüber. Oh, der sieht nicht gut aus, mein Vogel. Weil du mich geärgert hast. Lachen, Alter. Ey. Das ist ein Drache? Riesig Spannweite! Ich mach ihn jetzt größer. Deiner ist perfekt. Was ist mit ihm passiert? Er ist noch Triebwerke kommen. Ernsthaft. Krasser Meth-Vogel. Ist schon fertig? Ja, also meins wäre jetzt fertig. Möchtest du noch was ergänzen? Ja, also Vögel lasse ich nächstes Mal weg. Das war dein Wunsch. Ja, ich weiß. Du ich wolltest weiß, unbedingt Gürtel. Ich hätte mir das vorzeichnen müssen. Man kann auch, ihr Süßen, hier solche kleinen Gürtel ja, darauf machen. Die kann ich hier besonders gut. So, können wir starten? Ja. Also, ich empfehle immer Stück für Stück und dann zum Bild hinziehen. Ne? Guck mal, hier ist es runtergelaufen. Oh, Kacki. Und langsam. Guck mal, wie schön. Boah. Ja, guck mal. Oder? Achso. Ja, gut. Sieht gut aus. Beides sieht gut aus. Da, man erkennt einfach auch keine Fiedern. Also wirklich. Momentaufnahme. So, schön. Falls ihr noch Fragen habt fürs nächste Mal, kommentiert gerne unter dieses Video. Wir beantworten eure Fragen sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, ihr könnt das nutzen. Das ist ein Freebie, ein Video extra, damit ihr es nachmalt, damit wir es auch sehen können. Wäre es toll, wenn ihr uns verlinkt, weil nur dann wird es uns angezeigt. Ja? Richtig. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Also war es ein guter Entwurf. Und was machen wir nächstes Mal? Hast du einen Wunsch? Ja, das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis? Ja, weil wir das wahrscheinlich dreimal schon danach wieder umwerfen und wie auch immer. Ach so. Also, beim nächsten Mal machen wir auch was sehr Schönes. Irgendwas, was weniger vögellastig ist. Blumen. Wunderbar. Dann, den Kasten hier, ja, ne? Ja. Liebe Leute, gibt es auch noch aktuell bei uns im Shop. Den gibt es bei uns im Online-Shop. Könnt ihr natürlich gerne kaufen. Und wie gesagt, stresst euch nicht, nehmt das, was ihr auch habt. Wenn ihr habt alle in Gelb, ihr habt alle in Rot, ihr habt alle in Blau und in Schwarz. Geht ja um die Technik. Eine neutrale Tinte, das könnt ihr alles verwenden. Ihr könnt auch, was auch ganz toll aussehen würde, so ein bisschen Lila mit reinnehmen. So, euer Lieben. Die Supertassen. Die Supertassen. So, tschüss.